Herzlich willkommen bei Next Move. Ihr seht es im Hintergrund vielleicht, es sieht ziemlich winterlich aus. Ich bin in der Nähe des Polarkreises unterwegs, im Testmecker der Autoindustrie auf den Spuren der R-Könige. Und ihr seht es im Hintergrund, da ist auch schon ein R-König, einer meiner Testwagen für das Video heute. Wir wollen schauen, wie die Autoindustrie hier testet und welche Entwicklungen im Fokus stehen, was man hier für den Kunden und für die Fahrzeuge erreichen will. Und ich habe mir auch noch zwei Testdisziplinen mitgebracht, nämlich aus unserem letzten Testvideo bei Glätte auf dem ADAC Fahrsicherheitstraining. Dort hatten wir nur in Anführungsstrichen eine simulierte glatte Schneefläche aus Kunststoff. Hier haben wir echten Schnee, echtes Eis und jede Menge Platz. Das heißt, wir können ja auch ein bisschen schneller fahren und die gleichen Sachen nochmal probieren mit anderen Autos unter realen Bedingungen. Und ich glaube, wenn man die Autos so sieht, die haben jede Menge Bums. Ein bisschen Spaß kann man ja auch noch haben. Film ab! Ein wichtiges Thema im Winter ist natürlich auch passendes Schuhwerk. Passendes Schuhwerk, ich habe mich hier mal ein bisschen ausgerüstet, meint natürlich für Autos passende Reifen. Das hier ist ein Sommerreifen, die hatte ich eben an und hier ist eine polierte Eisfläche, die also nochmal extra glatt gemacht ist. Ich lasse mal den Sommerreifen hier schlittern. Da sieht man schon, dass es hier richtig, richtig glatt ist. Ich habe mich eben auf die Fresse gepackt, das haben wir nicht im Video, weil ich habe mir passendes Schuhwerk besorgt, nämlich Winterreifen. Gerade im Grenzbereich haben wir gesehen, auch im letzten Video beim ADAC, haben es viele von euch kommentiert. Ja, guckt euch das an, wichtiges Video zum Thema Reifenwahl. Allwetterreifen verglichen mit einem Winterreifen im Grenzbereich, 20, 30 km/h mehr, waren da möglich bei zugleich noch besserer Fahrstabilität. Und ich habe jetzt hier auf der polierten Eisfläche zwei Winterreifen dran und habe halt das Gefühl, hier auch richtig zu kleben und kann also hier auch relativ schnell los. Rutscht zwar noch so ein bisschen, aber damit würde ich mich nicht trauen. Gerade auch Allwetterreifen in Gegenden, wo es nur drei Tage schneit im Jahr, ist es sicher ein guter Kompromiss. Das Entscheidende ist, seid ihr bei Wind und Wetter aufs Auto angewiesen und wohnt ihr in Gegenden, wo es halt öfter mal schneit, dann unbedingt Winterreifen. Wenn ihr so wohnt wie Frost ist bei uns eher selten und zur Not lasse ich das Auto stehen, dann tut es auch ein Allwetterreifen. Die Challenge jetzt ist ein Ausweichmanöver bei glatter Strecke und hoher Geschwindigkeit und ich werde das einmal ohne Rekuperation machen, das heißt bei möglichst konstanter Geschwindigkeit und einmal, so wie man es intuitiv macht, Fuß vom Gas nehmen und in die Rekuperation gehen auf das Ausweichmanöver. Wir haben das Ganze beim ADAC gemacht auf einer ähnlichen glatten Fläche. Damals Tesla Model 3 Allrad Allwetterreifen 45 km pro Stunde. Kia EV6 Heckantrieb 65 km pro Stunde und heute haben wir hier einen zugefrorenen Eissee und wir haben ein Audi, wir probieren es mal bei Tempo 80. Mein Testfahrzeug ist ein Audi e-tron S. Wer das Fahrzeug nicht kennt, das ist so ähnlich wie ein e-tron 55, also ein Allradfahrzeug. Aber der hier ist nochmal besonders in zweierlei Hinsicht. Einmal ist es ein e-tron S, er hat mehr Fahrleistung durch zwei Motoren auf der Hinterachse. Und das hier ist ein Technologieträger. Hier ist einiges bereits weiterentwickelt, zuschaltbar. Hier sind auch so ein paar rote Knöpfe im Auto und das soll demnächst in Serie gehen. Und ich kann es heute schon mal testen. Hier haben wir eine 20 Zoll Bereifung in einer 285er Breite und ihr seht hier diese kleinen Bipsel, das sind die Spikes. Wenn man sich den Reifen insgesamt anschaut, sind das aber gar nicht so viele und die schauen auch nicht so ewig weit raus. Ich kann also hier hörbar auch mit der Hand drüber fahren, ohne dass ich mich an der Hand verletze. Das heißt, auf der Straße kann man die benutzen, aber hier so bei völliger Glätte bringen sie halt doch noch einen Mehrwert und ein bisschen mehr Traktion. Ich bin gespannt, auf geht's! Lass mal wieder kriegen. Ohne Reku. Er hat ein bisschen mit gebremst, kann das sein? Er bremst schon, ja. Ja. Er bremst aber soft, dass er stabil bleibt. Ja. Genau, ja. Nur das, was er halt machen muss. Ne? Also die, überragend. Man glaubt das nicht, dass die 2,5 Tonnen hier so übers Eis fliegen, ja, und so diesen Haken schlagen. Ja, nee, das Gewicht nimmt er nicht wahr. Das, ja. So, jetzt mit Reku. Ist nicht so stark.
bei Audi. Zwei Stufen habe ich hier. 80 rein in die Reku. War noch ein bisschen härter angefahren jetzt und auch durchaus scharf gelenkt, aber ich habe das Unfallhindernis erfolgreich umfahren, wenn es eins gegeben hätte. Ja, der e-tron S eben, der hatte natürlich Spikes drauf und das gleiche will ich jetzt nochmal probieren mit einem Fahrzeug ohne Spikes. Ein bisschen sportlicher noch. Ich bin unterwegs im e-tron GT. Kein RS, aber das Auto hat die optionale Hinterradlenkung und auch die Differentialsperre. Und ich fahre im Vollsystem, das heißt die komplette Fahrassistenz, alles was das Auto so serienmäßig hat, ist aktiviert. Und wir gucken mal, wie wir hier auf normalen Winterreifen ohne Spikes ums Eck kommen. Wir tasten uns mal vorsichtig ran. Ich starte mit Tempo 60. Fünfzig, fünfundfünfzig, einundsechzig. Das war noch sehr gutmütig. Da können wir noch eine Schippe drauf packen. Da war noch Luft nach oben. 10 Kilometer pro Stunde sind natürlich im Grenzbereich sehr viel. Aber trotzdem probieren wir jetzt mal noch die Tempo 80, die wir auch mit dem e-tron S gemacht haben. Und der Kameramann hat den schwierigen Job, die Kamera zu halten. Deswegen haben wir mal noch eine GoPro aufs Dach gemacht. Und gucken mal, ob wir es schaffen. Auf geht's. Gleich mal ordentlich Speed aufnehmen hier. 60, 70, 78, 81. Ja, im Grenzbereich würde ich mal sagen. Aber alle Hütchen sind stehen geblieben. Ich habe keins kaputt gemacht und habe es geschafft mit dem Auto. Wichtiger Hinweis nochmal an dieser Stelle, gerade wenn es um Szenen mit hoher Fahrdynamik geht. Wir sind hier in einem abgesicherten Gelände, alles von Profis überwacht, eingestellt und in dem Sinne nicht nachmachen und Zeit, dass sich was dreht. Hier ist die Startaufstellung für meine nächste Challenge. Wir sehen drei Audi e-tron GT. Die Autos unterscheiden sich sowohl bei der Ausstattung, sprich bei der Hardware in Bezug auf die Fahrdynamik, als auch bei der Software. Der eine ist nämlich bei der Software nicht Serie, sondern ein Entwicklungsfahrzeug. Und die Aufgabe ist es, einen Slalom-Parcours zu meistern, hinter mir auf der Eisfläche. Alle 20 Meter steht so ein Hütchen und Ziel ist es, die Hütchen möglichst ganz zu lassen. Der hier, der hat schon einen Treffer. Und die Fahrgeschwindigkeit liegt ungefähr bei 35 bis 40 Kilometer pro Stunde und die Autos verhalten sich sehr unterschiedlich und das schauen wir uns jetzt mal an. Kandidat Nummer 1, Audi e-tron GT, Serienfahrzeug, das heißt Allradantrieb hat er natürlich, aber ansonsten keine fahrdynamiktypischen Sonderausstattung und Fahrassistenz ist komplett aktiviert. Auf geht's. Das Auto geht ganz gut ums Eck, aber er ist eben relativ brav. Hier passiert noch nicht allzu viel. Er schiebt mehr über die Vorderachse, wie man das von einem normalen Auto auch erwarten würde. Sportlichkeit, würde ich mal sagen, da ist noch Luft nach oben. Wir schauen uns mal noch zwei andere Autos an. Fahrzeug Nummer 2, der hat jetzt zusätzlich zu dem ersten noch eine Hinterradlenkung und eine Differentialsperre. Und Erwartungshaltung ist, dass er etwas heckbetonter ist. Wir schauen mal.
Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Am Ende der Piste hat er mir die Warnblinker angeworfen. Audi Presense kam eine Warnmeldung. Er zieht den Gurt straff. Ist also die Erkennung einer unfallnahen Situation. Und er hat dann entsprechend den Fahrer noch stärker gesichert. Jetzt der dritte im Bunde. Das ist kein Serienfahrzeug. Das heißt, das Fahrzeug ist schon Serie, aber die Software ist keine Serie. Hat ein spezielles ESP, das es dem Fahrzeug noch mehr erlaubt, im Grenzbereich noch ein bisschen ungezügelter zu sein. Und man muss also, ich habe es vorher mal probiert, bevor wir hier die Kamerafahrt machen, man muss also die Hütchen ganz anders anfahren, sozusagen etwas früher lenken und ein bisschen mehr mit dem Heck arbeiten. Da nehme ich schon ein bisschen was vorweg, schaut es euch einfach an, da geht eine ganze Menge bei dem Auto. Ob das in Serie kommt, weiß ich noch nicht, aber es wird jedenfalls getestet. Auf geht's. In der nächsten Disziplin geht es um Traktion. Wir sind ja auf dem Eissee, also Traktion auf Eis. Wir machen ein kleines Drag Race mit zwei nahezu baugleichen e-tron GT, also Allradfahrzeuge. Mit dem kleinen feinen Unterschied, dass wir eben schauen wollen, wie gut kommen die Autos auf Eis vom Fleck und wie gut arbeitet die Assistenz in den Autos. Der hier, der ist sozusagen mit voller Assistenz am Start. Und der hier, den fahre ich. Hier ist ESC, also elektronische Stabilitätskontrolle, die auch traktionsunterstützend beim Anfahren ist, abgeschalten. Und wir gucken mal, was passiert. Das Auto sagt, es sind minus 9 Grad und wir machen jetzt verschiedene Durchläufe. Und meine Challenge ist jetzt zuerst bei Startkommando einfach klack, voll drauf aufs Strompedal und gucken, was passiert. Ich habe rechts und links so eine kleine Schneefangfläche, falls er mir ausbricht, aber wir probieren es einfach mal. Auf die Plätze, fertig, los! Auf alle Fälle kam hier ein Speedlimit, vermutlich weil die Räder so schnell gedreht haben, dass ich die Höchstgeschwindigkeit erreicht habe. Oh, ich glaube, er hat sich abgeschalten. Nimmt keinen Strom mehr. Er hat sich abgeschalten. Ja. Blinkt SOS, kommt jetzt jemand? Wir probieren jetzt das gleiche nochmal, aber ich mache keinen Kickdown, sondern versuche über das Strompedal irgendwo hier ohne Assistenz Traktion zu finden und einigermaßen dran zu bleiben. Auf die Plätze, fertig, los! Einmal noch Fahrzeugtausch, jetzt habe ich das Auto mit voller Assistenz und probiere das auch noch mal aus. Und ich stelle den Fuß aufs Strompedal und schaue, was passiert. Auf die Plätze, fertig. Man hat schon gesehen, dass ich hier echt gut weggekommen bin und einfach nur klack, Fuß aufs Strompedal und den Rest macht das Auto. Meine nächste Challenge ist ein Offroad-Parcours. Testfahrzeug ist ein e-tron S, also dreimotoriges SUV. Wohlgemerkt mit normalen Winterreifen, also keine Spike-Reifen. Und die Teststrecke ist eigentlich eine Motocross-Strecke. Und jetzt fahren wir hier mit dem Auto lang. Es ist also komplett verschneit, teilweise auch vereist. Und ich würde mal sagen, da oben steht er, runter kommt man immer, oder? Kameraführung ist natürlich anspruchsvoll hier auf der Piste und fahren lässt sie sich eigentlich gut. Wichtig an diesen Stellen ist immer, dass man weiß, wo es hinterher lang geht, nämlich geradeaus, weil man ist mehrere Sekunden oder mehrere Meter im Blindflug, dass man die Strecke beim Bergauffahren und auf der Rampe obendrauf nicht mehr sieht. Und wir haben grundsätzlich zwei verschiedene Fahrmodi für so eine Anforderung. Das eine ist der Allroad-Modus, wo ich jetzt unterwegs bin. Das ist sozusagen das normale Fahren. Und das zweite wäre der sogenannte Offroad-Modus, wo zwei Sachen im Wesentlichen noch anders sind. Das eine ist das ESC, also die Steuerung, dass ich mich auch mal noch
freischaufeln kann, wenn ich doch mal irgendwo stecken bleibe und da noch ein bisschen mehr Speed vom Auto kriege und eine Assistenz bei Bergabfahrten. Ich schalte einfach mal um über den Drive Select. Gehe ich hier auf Offroad, fahre mal hier ein kleines bisschen schneller. Und hier sind ein paar Spuren, Kurve bergauf. Ja, jetzt bremst er automatisch hier bergab ein bisschen ab. Also keine Rekuperation, sondern das Auto hat gebremst. Runter kommt man immer, aber kommt man hoch. Wir drehen mal die Kamera in die waagerechte Position, damit ihr ungefähr ahnen könnt, wie steil das hier ist. Also ich stehe hier auf festgefahrener Schneedecke, leicht angefroren. Und jetzt versuche ich mit ganz wenig Strompedaleinsatz hier mal loszukommen. Klack, 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 unglaublich. Ja, ich hoffe, man hat es gehört, das Rütteln. Ich war nicht auf der Bremse, das war der Offroad-Modus. Das Auto hat es selber gemacht und ja, ich bin gut unten angekommen. Die nächste Fahrsituation, die wir testen wollen hier auf dem Eissee, ist die große Kreisbahn. Da kann man natürlich sehr dosiert, weil man relativ hohe Geschwindigkeiten fahren kann, bis zu 100 km pro Stunde. Ganz so schnell werde ich nicht fahren. Bestimmte Manöver ausprobieren, übersteuern, untersteuern, wenn ich zu schnell bin, wenn ich bremse, wenn ich Rekuperation mache. Wir sehen im Hintergrund mein Testfahrzeug, den Audi e-tron S, schon wieder unterwegs. Und was ich testen will, ist auch wieder das Manöver beim ADAC, was wir da gemacht haben. Ich bin in der Kreisbahn bei schlechter Traktion am Limit. Ich erschrecke, nehme den Fuß vom Gas, mache volle Rekuperation und Kameramann bleibt hier und genau in dieser Achse werde ich es tun und ihr seht, wie sich das Auto verhalten wird. Ist, da wo du man als Fahrer hinlenkt, fährt das Auto auch hin. Also wenn die Lenkung nicht zu weit überzieht, dann wird er trotzdem weiter eindrehen, wenn es übertreibt. Weil halt, das macht schon Spaß. Ja. Also vor allen Dingen auch, man denkt dann immer gleich, oh, jetzt ist er in der Weh, aber er kommt dann doch wieder, weil, genau, nee, weil die Traktion so gut ist. Ne? Ja, ja. Mach ich nochmal eine Bremsung. Das ist schon krass, wie er weggeht. Ja. Ein weiteres wichtiges Merkmal in Sachen Fahrsicherheit und Fahrassistenz ist natürlich die Beleuchtung am Fahrzeug. Auch das wollen wir uns anschauen, was da an Entwicklungsarbeit zu leisten ist und geleistet wurde. Testfahrzeug ist der e-tron GT. Wir sehen das hier an der blauen Signatur, dass dieses Auto die volle Ausstattung hat. Das heißt, Serienausstattung ist zunächst ein Matrix-LED-Licht. Das hat zum Beispiel ein Kreuzungslicht, dass es das Licht breitzieht, ein Kurvenlicht, dass es in die Kurven reinzieht und natürlich ein Matrix-LED-Fernlicht bis 300 Meter werden automatisch in der Assistenz, man macht es einfach an und dann macht das Auto den Rest, werden also vorausfahrende Fahrzeuge oder entgegenkommende Fahrzeuge selektiv teilweise ausgeblendet aus dem Lichtbild und ab einer bestimmten Geschwindigkeit wird ein Laser hinzugeschaltet. Bis zu 600 Meter ist dann die Ausleuchtung und das wollen wir uns jetzt mal im Dunkeln angucken. Die Sonne ist gleich weg und dann geht's los. Unterwegs auf dunklen, verschneiten Landstraßen. Straßenlage kein Problem, Sicht ist auch super. Wir haben ein Matrix-LED-Fernlicht, was sich hier automatisch an- und abschaltet. 300 Meter Leuchtweite. Und eine Nachtsichtassistenz, die Tiere und Menschen über eine Infrarotkamera erkennt und Laserbeam-LED 600 Meter. Und da vorne ist eine Testperson und wird angeblinkt. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Also ein Blinksignal in Richtung des Hindernisses. So nach dem Motto, hey, ich habe dich gesehen. Im Zentraldisplay hat er sie mir kenntlich gemacht und zusätzlich aber noch, also in der Nachtsichtassistenz markiert, zusätzlich aber noch rechts angeblinkt, um auch nochmal beide Parteien sozusagen darauf hinzuweisen, dass man hier im Dunkeln unterwegs ist. Und ihr habt es gesehen, vielleicht auch schwarze Jacke schwer zu sehen, aber die Nachtsichtassistenz hat es geschafft. Matrix-LED-Licht alleine auf der Straße macht natürlich nur wenig Sinn. So richtig kann das System erst seine Stärken ausspielen, wenn man nicht mehr alleine auf der Straße ist. Ich habe jetzt also ein vorausfahrendes Fahrzeug. Die Kunst ist also rechts und links am Rand, wo also Bär, Wolf und Elch kommen,
entsprechend volle Fernlicht zu machen und mir den Straßenrand auszuleuchten. Und jetzt sehen wir es auch wieder schön, da er auch ein bisschen Schnee aufwirbelt. Im Schnee war eben wie so ein Trichter dargestellt. Ich guck mal, ob er mir davon fährt oder ob ich nochmal rankomme. Ja, links also Fernlicht. Jetzt geht es ein bisschen um die Kurve. Fernlicht zieht rein in die Kurve. Jetzt Auto ist weg, volles Licht. Und aber rechts, jetzt sieht man so, in der Mitte der Straße macht er Licht, weil er rechts das Auto gesehen hat und nicht voll rechts aufgezogen hat. Also ganz rechts am Rand ist er. Ja, und jetzt sieht man links am Straßenrand auch die Segmente arbeiten. Und jetzt wieder so ein bisschen den Trichter vor mir im Schneegestöber. Da wird die Nacht zum Tage. Es gibt ja auch Menschen, in das Alter komme ich auch noch demnächst, die dann nicht mehr so gerne im Dunkeln fahren. Das Lesen habe ich mir schon eine Brille zugelegt. In der Ferne klappt es super, auch mit der Dunkelheit habe ich keine Probleme. Aber auch ich hatte schon mehrere Wildunfälle in meiner Autofahrzeit und die meisten davon nachts. Und teilweise habe ich das Wild nicht mal gesehen vor dem Unfall, dass es einfach nur geknallt hat, weil es aus der Deckung sozusagen vom Straßenrand direkt ins Auto gesprungen ist und mit einem System, was also auch den Straßenrand ausleuchtet, obwohl Fahrzeuge vorausfahren, bin ich da halt gut gewappnet. Ich habe es eingangs erwähnt, Erlkönige im Winter in Schweden sind natürlich in der Autoindustrie nichts Besonderes. Viele Hersteller kommen hierher, um ihre Fahrzeuge zu testen. Bei Audi geht es insbesondere um ein vorhersehbares Verhalten der Fahrzeuge im Grenzbereich. Das Ganze gepaart mit einem Audi-typischen Handling am Limit. Das Ganze soll also natürlich auch beherrschbar sein. Wenn euch das Thema interessiert, dann haben wir noch ein Video mit Bonusmaterial für euch. Ich habe noch jede Menge Videos gedreht, unter anderem ein Interview mit einem Audi-Techniker bei einer Testfahrt hier auf dem Eissee. Der Techniker ist jeden Winter viele Wochen hier in Schweden am Start und gibt ein paar Einblicke, was und wie hier so getestet und entwickelt wird. Das Video ist Bonusmaterial für unsere Abonnenten, wird also nicht auf dem Kanal gelistet sein. Den Link zum Video erfahrt ihr am 25.03. in unseren Next News, also nächste Woche Freitag, einschalten und den Link bekommen. Die Sonne geht unter, der Testtag neigt sich dem Ende entgegen. Ich hoffe, es waren spannende Eindrücke für euch. Ich wärme mich erstmal hier ein bisschen auf und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.